Hallo, zahlen bitte. Natürlich sofort. Fürs Schlafen wirst du nicht bezahlt, wirklich dein Hintern. Das versuche ich ja gerade. Warten Sie, Frau Meier, ich helfe Ihnen. Danke, Kevin, das ist sehr freundlich von Ihnen. Die Leute warten und warten und unser Herr Kellner kommt hier nicht in die Puschen. Kevin kann sich nicht zerreißen, Birgit. Und unser toller Koch kommt auch mal wieder nicht hinterher. Du regst dich nicht auf. Also, dem erzähle ich jetzt aber mal was. Zwei Rieslinge und Pinot? Da drüben. Was hatte denn Birgit jetzt schon wieder? Gar nichts. Alles in Ordnung, Maya. Papa. Ja, hopp, hopp. Komm jetzt, Birgit. Lass Heimo in Ruhe. Eine Lache am Boden. Offenbar eine Soße. Darin ein Schuhabdruck, Größe ca. 42-43, dem Augenschein nach ein Sportschuh. Wenn Sie mal bitte den Fuß hochheben würden. So, ja, ist in Ordnung. Der nächste bitte. Name? Sievers Heimo, 17.12.45, Wismar. Heimo Sievers. Einfach abgestochen? Ich sag doch, ich habe ihn nur kurz gedreht, aber der Einstich ist deutlich. Das ist nur einer. Messer gibt's ja hier genug. Nee, auch nicht. Die Dame bitte mal. Ja, gut. Danke, die Herrschaften. Hier, keiner dabei. Ja, gut, ja. Dann. Danke. Bitte? Der Totenschein, alles weitere aus Schwerin. Die Küche wird vorläufig gesperrt, fürchte ich. Da muss das Gesundheitsamt durch. Bis dann. Tschüss. Wie lange ist denn der Mann tot? Seit einer halben Stunde, sagt sie, länger nicht. Also, wir sind jetzt vielleicht 15 Minuten hier, plus 10 Minuten Anfahrt, das heißt? Er ist unmittelbar vor dem Anruf erstochen worden. Sag mal, hier ist da ein Brummen, oder spinne ich? Ah, Frau Schwilk. Gerade sprachen wir von Ihnen. Sagen Sie, wo und wie genau sind Sie hereingekommen, als Sie den Toten gefunden haben? Das ist jetzt ein bisschen viel verlangt. Ich meine, das war ein Schock, wie der da plötzlich lag. Ich stand ungefähr da und bin auch nicht weitergegangen. Bei dem Anblick. Das ist so entsetzlich. Frau Kollegin! Danke. Das Brummen, die Spülmaschine, mein Instinkt. Einsam und allein. Wenn das die Tatwaffe ist, dann ist der Täter hier nicht fremd. Und er hat Nerven. Oder eben keine. Nee, da gehört schon was dazu, danach einfach mal so die Spülmaschine zu starten. Das ist der reinste Übersprung. Von der eigenen Tat geschockt und die meisten Leute die abstrusesten Dinge. Ja, ja. Fakt ist jedenfalls, dieses Messer wurde gereinigt. Jetzt muss es nur noch in die Einstichwunde passen. So, Sie sind? Maya Schwilk, die Tochter vom Wirt. Und Sie kellnern hier? Ja, Kevin Neiche. Wo waren Sie denn beide zur Tatzeit? Es war gerade Mittagstisch. Wir waren hier alle am Laufen. Plötzlich kam Birgit aus der Küche und hat die Polizei gerufen. Mehr weiß ich nicht. Und Sie? Ja, genau dasselbe. Ich war auch hier bei der Arbeit. Um ein Essen zu holen, müssen Sie immer extra in die Küche laufen. Ist das richtig? Ja. Durchreiche wäre besser. Das geht bei uns aber nicht. Wann haben Sie denn zuletzt ein Essen geholt? Ich? Lange bevor Birgit mit dem Anruf kam. Vielleicht eine Viertelstunde. Die Bestellungen waren alle raus. Zum Mittagstisch haben die Gäste nicht viel Zeit. Und Sie?
weiß nicht genau, weil ich das letzte Mal hinten war, aber auch so wie Maya. War Birgit nicht in die Küche gegangen, um die letzten Essen zu holen, weil Tisch 4 sich beschwert hat? Stimmt, Birgit ist gegangen. Und ich war vorhin an der Tür, ich musste Frau Maya helfen. Die hat sich den Fuß gebrochen, wissen Sie? Wie lange war Ihre Chefin denn weg? Birgit ist nicht unsere Chefin. Sie wäre es nur gern. Ja, ich weiß nicht, wie lange sie hinten war. Als sie zurückkam, ist sie gleich zum Telefon gestürzt. Kann ich mal Ihre Schuhe sehen? Danke. Das Lokal gehört also Ihnen. Und meiner Frau natürlich. Und der Koch arbeitet wie lange schon für Sie? Ja, das Lokal wird uns aufgebaut mit meiner ersten Frau, also 10 Jahre bestimmt. Und Ihre Tochter ist auch fest hier? Ja, sicher. Sie wird den Weinberg... Vorsicht. Maya wird den Weinberg eines Tages übernehmen mit Kevin, unserem Kellner. Wenn es denn gut geht mit den beiden. So, da werden wir. Bitte schön. Danke. Ein Familienbetrieb, ja? Ja. Drei, 4 Jahre noch. Dann wollte Heimo in den verdienten Ruhestand gehen und endlich seine Kreuzfahrt machen. Er war früher Schiffskoch. Wer könnte einen Grund haben, Heimo Sievers zu töten? Keine Ahnung. Heimo war vielleicht ein bisschen mehr auf Ordnung bedacht als andere, aber deswegen ersticht man ja wohl niemanden. Und in der Küche hat er allein gearbeitet? Ja, ja. Heimo war ein Einzelkämpfer. Wie gesagt, bei ihm musste alles seine eigene Ordnung haben. Ja, ansonsten springt jeder von uns mal ein, wenn irgendwo Not am Mann ist. Ja, bei uns greift eines ins andere. Ja, ja. Ihre Frau hat ihn gefunden. Ein Zufall? Wer von Ihnen war zur Tatzeit hier im Haus? Naja, wie immer. Meine Frau, also Birgit, kümmert sich ums große Ganze. Ich stehe am Tresen und die Kinder kellnern. Die Kinder? Ja, wie man so sagt. Maya ist von meiner ersten Frau. Sie starb bei einem Autounfall vor 3 Jahren. War ein furchtbarer Schlag für uns. Irgendwie muss es ja immer weitergehen. Jetzt hat Birgit ja, was sie wollte. Meinst du, Toni hat was damit zu tun? Maya, hör auf, irgendwen zu verdächtigen. Ist alles schon schlimm genug. Komm mal her. Der Koch muss ein penibler Mann gewesen sein. Sein Spind ist aufgeräumt wie zum Abschied. Kenia, the land of dreams. Wer trägt denn sowas? Souvenirs. Ja, wahrscheinlich. Na gut. Warum sollte der Toni an dem Mast sägen, auf dem er sitzt? Das macht überhaupt keinen Sinn. Selbst wenn Heimo ihn nicht wollte. Nee. Ich würde lieber mal ein Wörtchen mit Kevin reden. Lass mal gut sein, Birgit. Der Junge hat genug durchgemacht. Hallo? Ich war ganz schön erschrocken. Wie standen Sie denn zu Ihrem Koch? Ich zu Heimo. Gut. Was? Du verdächtigst mich? Du wolltest Heimo immer rausschmeißen. Hast keine Gelegenheit verpasst, ihn fertig zu machen. Und deshalb habe ich ihn umgebracht.
Da bist du vollkommen übergeschnappt. Ich möchte, dass unser Restaurant auch in Zukunft noch existiert, Peter. Ja, guck dich mal um, wie sieht's denn hier aus? Wenn einer so kocht wie der Heimo, dann kommen die Gäste irgendwann nicht mehr. Wie lange kannten Sie sich? Herrn Heimo kenne ich, seit ich hier bin, 3 Jahre. Gab's mal Streit? Hat Peter was gesagt? Sagen Sie es mir. Heimo hat mich öfter mal bei Peter angeschissen, soll was aus der Küche geklaut haben, Schnitzel und sowas, habe ich aber gar nicht. Wann begreifst du endlich, dass wir inzwischen 10-mal so viel Konkurrenz haben wie früher? Die Zeiten ändern sich. Und eine Scholle kann man auch besser einkaufen und schöner anrichten, als der Heimo das gemacht hat. Habt ihr euch darüber gestritten? Der war tot, als ich in die Küche kam. Hörst du mir überhaupt zu? Entschuldigung, wenn ich Ihr romantisches Tittertitt mal kurz stören darf. Wir haben da eine Reisetasche gefunden. Wem gehörten die? Eine Reisetasche? Haben wir nie gesehen. Wem gehören die? Von mir haben sie es jetzt aber nicht. Von Toni. Wer ist Toni? Mann. Abgestochen. In der Küche. Wer will denn da noch essen? Andererseits, in der Küche ist ja eigentlich sowieso nie jemand, oder? So, Jungs, Einsatz. Hinsmann und Lena sind zurück zum Weinberg. Und ihr unterstützt Winnie bei einer Festnahme. Pöhler Querweg 7. Der Name ist Paslak. Paslak? Ja, Winnie wartet vor dem Haus auf euch. Paslak, das ist mein alter Sportlehrer. Das ist ein Riesenarschloch. Hör mal zu, Henner. Dein persönliches Verhältnis zu dem Herrn ist mir egal. Aber er versteckt einen Mann, der illegal im Weinberg arbeitet. Also Einsatz. Festnahmen sind immer gut, Chef. Henner. Hey, Paslak, ey. Ja, schön, dass ihr auch noch kommt. Ihr übernehmt die Seite und vorne und ich sichere den Hinterausgang. Alles klar? Um wen geht's denn? Winnie! Um wen geht's? Ein Kenianer, 25 Jahre alt, Toni sowieso. Dann los. Ja, bitte? Kriminalpolizei, Scheel. Sind Sie Herr Paslak? Ja. Das war nur ein Warnschuss! Sie sind ja wahnsinnig! Ja, halten Sie sich bitte raus! Mensch, Friese, darf doch nicht wahr sein! Der Typ hat mich brutal umgerannt! So, ich gehe noch mal zum Auto. Wir fangen ihn auf der anderen Seite ab. Naja, der Schütt konnte noch nie laufen. Sie haben überhaupt keine Veranlassung, witzig zu sein. Herr Paslak, woher kennen Sie ihn, den Flüchtigen? Ich habe ihn mal zufällig gesehen mit meinem Leistungskurs beim Langstreckenlauf im Wald. Das ist ja noch lange kein Grund, dem Mann ein Zimmer zu vermieten. Oh doch, er ist ein großes Talent. Er wird beim Hanse-Marathon allen davonlaufen. Glauben Sie mir, Toni hat das Zeug dazu. Ja. Halt! Hier spricht die Polizei! Der junge Mann da drüben auf dem Feld! Sofort stehen bleiben! Er versteht kaum Deutsch. Er soll Kiswahili reden. Englisch würde genügen. Hat er doch längst verstanden, worum es geht? Toni ist kein Mörder. Ja, und warum rennt er dann weg? Mein Gott, wo rennt denn dieser Mensch hin? Ich weiß es nicht beim besten Willen. Herr Paslak, ihm wird das lange noch vergehen. Gab es Streitigkeiten zwischen Ihrem Koch und Ihrem afrikanischen Küchenhelfer? Nein. Das stimmt nicht.
Heimer hat nichts akzeptiert, was nicht hundertprozentig war. In seiner Küche wollte er nur jemanden mit Steuerkarte. Was für uns nicht bezahlbar ist. Warum verschweigen Sie uns den Mann? Es geht doch schließlich um Mord. Ich habe das nicht verschwiegen. Ich war einfach durcheinander. Aber Ihnen ist schon klar, dass Sie sich strafbar machen, wenn Sie einen Mörder decken. Ja, sicher. Aber Birgit ist immer sehr besorgt um unseren Ruf. Und Kevin Neichel, der ist auch schon länger bei Ihnen? Seit 2-3 Jahren. Tüchtiger Junge, gehört schon fast zur Familie. Er selber hat keine, ist im Heim groß geworden. Familie? Welche Familie denn? Birgit macht doch alles kaputt. Und du tust auch nichts, Papa. Kevin hält das auch nicht mehr aus. Wie meinen Sie das jetzt? Na, Birgit geht's doch immer nur um eins. Geld, Geld, Geld. Ja, das ist doch Unsinn. Sie hat vielleicht etwas andere Vorstellungen als wir. Etwas andere Vorstellungen? Seine Frau reißt alles an sich. Stück für Stück. Auch wenn er das nicht hören will. Mama wollte, dass ich immer weitermache. Mit Kevin. Das wärt ihr auch, Maya. Birgit hat Heimo terrorisiert. Jeden Tag. Schlimmer als Kevin und mich. Nichts konnte er ihr recht machen. Nicht nur einmal wollte sie ihn rausschmeißen. Nach all den Jahren. Kurz vor der Rente. Am Ende ist er nur noch mit Bauchschmerzen zur Arbeit gekommen. Komm, hör doch auf, Maya. Mir hat er sowas erzählt. Kevin und ich kotzen auch nur noch, wie sich die Frau breit macht. Maya, Sie verdächtigen Ihre Stiefmutter, den Koch Heimo, Sie was getötet zu haben? Der traue ich alles zu. Jetzt hör aber auf! Du wirst deiner Stiefmutter nicht einen Mord anhängen, nur weil du sie nicht leiden kannst. Verdammt nochmal! Ja, wollte ich auch, aber kann noch dauern. Ja, ich dich auch. Bis gleich. Och, nee, Lena, das Fisch. Wie lange kennen wir uns jetzt? Ich mach keinen Fisch. Oh, Entschuldigung. Ja, ich auch. Winnie hat gesagt, der Koch hat sich erst mit dem Mörder gestritten, weil er ist gestoßen worden. Ja, der wollte den Afrikaner anzeigen, dann ist der ausgerastet. Ja, aber wieso läuft nicht einfach weg, sondern stellt das Messer in die Waschmaschine? Was weiß ich, Spülmaschine. Deine schmucke Uniform, die wird gewaschen. Geschirr kommt in Deutschland in die Spülmaschine. Mhm. Guck mal, wer da kommt. Der Kellner. Ja, los. Halt! Da, geht noch weiter. Du sie, ich ihn. Okay. Dann brauche ich aber ein Fahrrad. Ja, dann musst du eins konfiszieren. Das? Flohmarktführer Norddeutschland, stehe ich auch drauf, Trödel gucken. Moin erstmal. Tag der offenen Tür oder was? Ja, genau. Tür war offen, keiner da. Denke ich, guck's mal lieber. Nicht, dass noch was wegkommt. Hier kommt schon nichts weg. Und? Hast noch was Schönes für den Flohmarkt? Oder nur so Bastelkram? Mensch,
Das ist ja richtig schöne Ware hier. Was weißt du denn von Computern? Oh, ganze Menge. Frag mich irgendwas, Festplatte, Maus. Ich weiß Bescheid. Ja, komm, lass gut sein. Was willst du? Kevin Neichel. Und wer soll das sein? Kevin Neichel ist Kevin Neichel. Der ist vor einer Minute hier bei dir in den Laden gekommen. Ach ja? Und sowas löst eine Polizeiaktion aus. Sieht so aus, ne? Wo ist er? Hier jedenfalls nicht. Und wo kommst du gerade her? Vom Pissen im Garten. Im Garten? Am Brombeerbusch oder was? Klo kaputt? Tja, die Natur muss ja auch irgendwie zu ihrem Recht kommen. Der ist auch ab durch den Garten, oder was? Sag mal, Junge, was läuft hier eigentlich? Komm, raus mit der Sprache. Warum löst der Knabe sich in Luft auf? Bin ich Kevin? Oder wie heißt der Typ nochmal? Also gut, gelacht haben wir. Jetzt geht das ab aufs Revier. Komm, Abmarsch. Aber Dalli, los. Kein Bock mehr. Meine Mutter. Ja. Vor 3 Jahren. Es tut mir leid. Ich komme jeden Tag hierher. Ja? Auch wenn es meinem Vater nicht passt. Er sollte auch hierher kommen. Aber das will ja seine tolle Frau nicht. Naja, sie kann es ihm nicht verbieten. Doch, die schon. Er macht alles, was sie sagt. Wie lange ist sie schon bei euch? Nach dem Unfall ist er zur Kur gefahren. Da hat sie gearbeitet. Hat ihn irgendwie rumgekriegt. Hm. Und jetzt spielt sie die Chefin, oder? Was bist denn du eigentlich für eine Polizistin? Ich komme aus Finnland. Das ist ein Austausch. Einer von hier ist in Kemi. Ja, es liegt ganz oben in Finnland. Okay. Sehr schön. Aber kalt. Gleich. Ja. Ah ja. Und sie geht jeden Tag an das Grab ihrer Mutter? Ja, weil sie nicht mehr weiter weiß. Die Stiefmutter reißt alles an sich und der Vater, der tut nichts. Die hat nur noch Kevin. Hm. Warum sind die beiden dann noch im Weinberg? Ja, die haben nichts anderes. Die wohnen zusammen, ganz oben unterm Dach. Was liest du denn da? Die können doch umziehen. Irgendwo anders kellnern, eigene Wege gehen. Ja, aber dafür braucht man Geld. Außerdem wollen die ja sowieso heiraten. Ja, eine eigene Familie haben und den Weinberg weiterführen. Mal, was versteckst du denn da? Ah! Lieblingsrezepte mit Fisch? Finger weg, das geht dich in feuchten Kehricht an. Keine Lust mehr auf Brathiere, oder? Ah, Hinzmann, komm mal rein, wir sprachen gerade von dir. Ah, was ist denn los? Ist Kevin Neichen aufgetaucht? Noch nicht, aber Winnie hat den Elektrofreak in der Mangel. Was willst du denn da? Gib her! Ihr bleibt da dran. Jetzt entschuldigt mich. Sag mal, wo ist der denn heute mit seinen Gedanken? Französische Fischdelikatessen. Er? Ja. Der isst doch normalerweise seinen Fisch am liebsten roh. Naja, vielleicht will er jemanden verwöhnen.
Eine Frau? Er? Wen denn? Naja, er hat vorhin sehr lange mit der Stubeck telefoniert. Oh la la. Die Notärztin? Ja. Der Chef und die Stubeck? Ich glaube es nicht. Denken Sie wirklich, dass der hier noch mal auftaucht, wenn er jemanden erstochen hat? Wir denken gar nicht, Herr Paslak. Wir warten. Dafür ist die Polizei bekannt. Entschuldigung, kann ich noch so ein Würstchen haben? Nicht das Dunkle, das. Ja. Sie als Polizeibeamter sollten etwas auf Ihre Figur achten. Vielleicht könnten Sie ihm ja so ein paar Übungen zeigen, Herr Paslak. Da. Ach nee. Ist er ja. Was macht das, wenn es fertig ist? Ich glaube, der weiß nicht, wo er hin soll. Der kommt wirklich zurück. Herr Niunkindo. Was hat sich heute Mittag in der Küche vom Weinberg abgespielt? Der Koch hat ihn hinausgeschickt, um Abfälle in den Hof zu bringen. Als er zurückkam, sah er die Wirtin Frau Birgit Schwilk durch ein Fenster. Sie stand in der Tür zur Küche und am Boden lag regungslos der Koch. Toni hat alles schön aufgeschrieben. Das ist Englisch. Herr Niunkindo, kann ich mal bitte Ihre Turnschuhe sehen? Das ist der Abdruck, nach dem wir gesucht haben. Und wie ging es denn weiter? Die Wirtin verschwand. Toni lief in die Küche, um zu helfen, aber zu spät. Der Koch war tot. Da ist er weggelaufen. Ich verstehe das hundertprozentig. Sie gingen also dann noch mal in die Küche? Ich wollte ihm helfen, aber er war tot. Und dabei sind Sie dann in die Soße getreten? Naja, im Prinzip steht ja alles im Protokoll. Unterschrieben ist es auch. Fragt sich nur, ob wir das so glauben können. Toni ist die Seele von einem Menschen. Der könnte keiner Fliege etwas zuleide tun. Und warum sollte er die Hand abhacken, die ihn füttert? Weil der Koch keine illegal Beschäftigten in seiner Küche geduldet hat. Ja, ja, der gute Heimo Sievers war immer schon ein ganz genauer, aber gegen den Wirt hat er sich auch nicht gestellt. Ich kenne Peter Schwilk übrigens vom Turnverein. Ich habe ihm Toni vermittelt. Toni, haben Sie die Tat gesehen? Haben Sie den Täter vom Fenster aus beobachtet? Ich war zu spät. Leider. Herr Schlenker, Sie sagen mir jetzt, was Kevin Neichel heute Mittag von Ihnen wollte. Ich habe Zeit. Von mir aus bis Weihnachten. Ich kenne ihn von der Schule, das ist alles. Na, das dürfte ja ein Weilchen her sein, oder? Zum Glück. Wovon leben Sie, Schlenker? Wir könnten Ihre Buchführung überprüfen. Kein Problem. Alles im grünen Bereich. Und Kevin Neichel, in welchem Bereich ist der? Schlenker, Sie kommen hier nie wieder raus. Hier geht's um Mord. Was für ein Mord. Woher kennen Sie eigentlich den Koch von Weinberg? Hören Sie, Sie sind bei mir an der total falschen Adresse. Nur, dass Sie es wissen, Herr Schlenker. Wir haben jetzt einen Durchsuchungsbeschluss für Ihre Geschäftsräume. Und Sie bleiben hier. Ja, und? Altes Gurkenfass, Spielwelt. So was Leckeres kennt ihr in Lappland gar nicht. Spree-
Schneewälder. Ziemlich dünn für Gurken. Sag mal, sieht aus wie Kreditkarten. Raulinge. Raulinge, die sind roh nicht rau. Aber sag mal, Winnie, dann wandelt der junge Mann ja tatsächlich auf Abwägen, oder was? Kreditkartenbetrug. Sieht so aus. Ja, und wie funktioniert das? Oh, das ist ganz einfach. Man versteckt ein zweites Kartenlesegerät bei seiner Kasse und zieht jede Karte zweimal durch, bevor man sie zurückgibt. Ja, einmal zum Abbuchen und einmal, um die Daten zu kopieren. Ja, aber entschuldige mal, wer kauft denn bei dem Freak hier mit Kreditkarten? Ja, das muss ja nicht hier passieren. Auch gut, Fräulein Wirtan. Moment, ich verstehe es nicht. Ich meine, der kopiert das auf das zweite Lesegerät und von da auf den Rechner, oder was? Ja, genau. Und von da auf die Rohlinger geladen. Ja, aber ich meine, guck mal hier, du kannst doch nichts mit kaufen. Das sieht doch jeder. Fällt doch keiner drauf rein. Hinzmann, dafür hat Schlenker diese Folien. Genau. Und die holt man aus dem Internet. Und dann bügelt man die dann so oder klebt, was weiß ich, hier auf die Karten. Fertig. Oh. Ein Glück zahle ich mit Bargeld, wa? So, Freunde, das kommt alles mit. Und den Schlenker, den knüpfen wir uns jetzt noch mal richtig vor. Na, heute gibt's was Neues? Was ist denn da gekommen? Warte mal, das ist eine Liste von Kreditkarten, über die mehr bezahlt wurde, als die Inhaber ausgegeben haben. Nur das letzte halbe Jahr. Weil einer wie der Schlenker die Daten heimlich kopiert hat. Ja, so ist es. Warte mal, fällt dir was auf? Guck mal. Du meinst, wo mit diesen Karten gezahlt wurde? Mhm. Der Weinberg. Ah, also wurden dort die illegalen Kopien gemacht. Fragt sich nur, von wem. Oh, ich hätte schon so eine Idee. Tatsächlich? Schlenker, Schlenker, Schlenker. Kommst du weiter, Winnie? Er will das fast nie gesehen haben. Wahrscheinlich hat sein Nikolaus bei ihm versteckt. Tja, wenn dieser Nikolaus Kevin Neichel heißt, dann sind Sie wohl der Weihnachtsmann, Schlenker. Ich hab hier was. Schlechte Nachrichten. Das ist eine Liste von Kreditkarten, von denen illegal abgebucht wurde. Wir wissen jetzt, wie Ihre Kreditkartengeschäfte gelaufen sind. Ich sage nur, der Weinberg lässt grüßen. Natürlich. Kevin Neichel beschafft Ihnen die kostbaren Daten, Schlenker. Alte Schulfreunde, was? Er hat's vermasselt, der Idiot. Weiter. Ja, was sagt er denn dazu? Das wüssten wir auch gern. Wahrscheinlich hat der Koch ihren Partner beim Kopieren erwischt. Neichel hat Schiss gekriegt und einfach zugestochen. Hier kommen Sie. Neichel wird da irgendwas zu Ihnen gesagt haben heute Mittag, Schlenker. Er war bei mir, ja. Ah. Er wollte Geld. Richtig viel Geld. Da habe ich ihn ausgelacht. Woher denn? Also ich rekapituliere. Sie haben mit gefälschten Kreditkarten bezahlt und die Beute haben Sie gleich weiterverkauft auf Flohmärkten. Ist das richtig? Wie viel sind da am Ende zusammengekommen? Nicht viel. Wie viel? 20.000? Für jeden? Höchstens. Na bitte, geh doch, Schlenker. Sie sind vorläufig festgenommen. Hier werden Kreditkarten kopiert, und zwar heimlich. Was? Sind Sie schwerhörig? Datenklau. Was sagen Sie denn dazu? Das ist eine Unverschämtheit. Wer behauptet denn sowas? Ist Kevin Neichel aufgetaucht? Hat er sich gemeldet? Nichts. Kein Anruf, gar nichts. Sein Handy ist abgestellt. Ich mache mir echt Sorgen. Kevin sagt mir immer, wo er ist. Ich verstehe das nicht, ist mir ein Rätsel. Uns nicht, Herr Schwilk. Ihr habt doch gehört, hier werden Kreditkarten kopiert. Kreditkarten? Kevin? Bist du wahnsinnig? Das ist eine üble Verleumdung. Nein, Herr Schwilk, das ist eine Tatsache. Zeigen Sie uns doch bitte mal, wie die Abläufe im Einzelnen sind, wenn ein Gast mit Kreditkarte zahlt. Wenn ein Gast mit Kreditkarte zahlt, gehen wir hier nach hinten zur Kasse.
was der Koch gut aus der Küche sehen kann. Am Lesegerät wird die Karte durchgezogen, man wartet kurz, und wenn der Ausdruck da ist, wird alles in ein Lederkuvert gesteckt und dem Gast zurückgebracht. So, das war's. Kopien können also nur hier in dieser Ecke vorgenommen werden? Während der Beleg ausgedruckt wird, ja. Was verwahren Sie hier denn so? Ja, sehen Sie ja. Dose mit Ersatzschlüsseln, Kerzen, Servietten, Kugelschreiber. Kevin hat mir erzählt, Heimo Sievers wollte ihm Diebstähle aus der Küche anhängen, und zwar mehr als einmal. Was waren da dran? Nichts. Die Sachen hat alle ein Lieferant geklaut, das wissen wir inzwischen. Aber Heimo war das egal. Er hat Kevin trotzdem weiter beschuldigt. Er mochte ihn einfach nicht. Er meinte, Kevin hat einen schlechten Kern. Dabei kannte er ihn gar nicht. Nur weil er nie richtige Eltern hatte. Na, wer sagt's denn? Da ist es ja. Ein separates Lesegerät. Mit dem wurden die Kreditkartendaten von ihren Gästen kopiert. Der Koch hat das aus der Küche beobachtet. Er will Alarm schlagen. Kevin drängt ihn in die Küche. Es kommt zum Streit. Der junge Mann ist verzweifelt. Er greift nach einem Messer. Und zack. Schon hat er zugestochen. Maja, ich muss Sie bitten, uns auf die Wache zu begleiten. Irgendwas Neues von Kevin Neichel? Nichts. Wie vom Erdboden verschluckt. Das gibt's ja gar nicht. Jeder Mensch hat irgendwelche Kontakte. Wieso der nicht? Ja, ich habe mit dem Kinderheim gesprochen, wo er aufgewachsen ist. Er war immer ein Einzelgänger. Er hat nur Maja. Naja, und den Computerfreak halt, seinen alten Schulfreund. Aber mehr als die Nummer mit den Kreditkarten verbindet die beiden auch nicht. Wo steckt der Bursche? Über Nacht muss er irgendwie draußen gewesen sein. Ja, vielleicht ist er mit der Kohle auch schon über alle Berge. Wenn der aus der Stadt ist, dann sind wir aus dem Spiel. Chef? Ja? Ein Anruf, Frau Dr. Sturbeck. Ja, stell durch. Geht nicht, sie hat einen Einsatz. Aber sie lässt ausrichten, dass aus irgendeinem Essen heute Abend nichts wird. Sie musste nach Schwerin, dienstlich, aber sie meldet sich wieder. Alles klar, Chef? Was? Ich meine, ich wusste gar nicht, dass du und die Sturbeck... Das Mädchen. Das Mädchen muss uns helfen. Macht euch fertig, wir haben gleich Einsatz. Ich auch. Aber nicht Kevin. Der bringt keinen um. Maja, es tut mir leid, aber es deutet alles darauf hin. Der liebt mich. Er macht sowas nicht. Dann hättest du das mit den Kreditkarten gewusst. Wenn er sich wenigstens stellen würde, dann wäre alles nur halb so schlimm. Ich weiß aber nicht, wo er ist. Und? Schon eine Idee? Sie weiß nicht, wo er ist. Kommst du mal eben? Ich habe da so eine Ahnung. Ich glaube, ich weiß, wo wir ihn finden könnten. Mhm. Sie besucht doch jeden Mittag das Grab ihrer Mutter. Kevin Neichel weiß, wo das ist. Wer sagt's denn? Maja! Hör mir jetzt bitte ganz genau zu. Ich habe Kreditkarten kopiert und verdammt viel Geld dafür bekommen. Warte. Warte. Ja, das habe ich für uns gemacht. Hast du Heimo umgebracht? Hast du es getan? Ja oder nein? Maja, Heimo hat mich dabei gesehen, der wollte mich anzeigen. Ich habe ihn angebettelt und geschworen, dass ich das nicht mehr mache. Weißt du, was der gesagt hat? Jetzt bin ich da, wo ich hingehöre. Ich bin zurück in den Laden und habe einfach weitergemacht. Aber als die Bullen so viele Fragen gestellt haben, da habe ich einfach die Nerven verloren und abgehauen. Du musst dich der Polizei stellen. Du, Birgit hat mir vor ein paar Monaten gesagt, dass sie uns niemals den Laden übergibt. Niemals. Aber mit dem Geld hier können wir doch jetzt was Eigenes machen. Nein.
geht jetzt nicht mehr. Herr Neichel! Herr Neichel, nehmen Sie bitte die Hände über den Kopf, ganz langsam. Bitte, ganz langsam, beide Hände über den Kopf. Das ist nicht deine Schuld.